Entschuldigung. Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Abg. Siebel, Gremmels, Löber, Lotz, Müller, Schwalmstadt, Schmidt, Warneck und SPD-Fraktion betreffend 2.000 zusätzlich bezahlbare Wohnungen für Studierende schaffen. Das ist die Drucksache 19/4583 zusammen mit dem Top 63, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Hochschulstandort in Hessen profitieren von Förderangeboten zur Schaffung von bezahlbarem studentischen Wohnraum. Die Drucksache 19/4723. Das Wort hat der Abg. Siebel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das scheint ja nun die Woche des Wohnens gewesen zu sein, aber noch nicht ganz. Wir sind beim letzten Punkt, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Die SPD-Fraktion stellt fest, dass trotz der Anstrengungen der Landesregierung wir weit von dem Ziel entfernt sind, 10% der Studierendenwohnungen in den Hochschulstädten erreicht zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies vor dem Hintergrund, dass der Versorgungsgrad sogar noch seit 2010 gesunken ist. Wir hatten damals einen Versorgungsgrad von insgesamt 5,97%. Wir sind heute bei 5,26%. Das ist zufälligerweise mal nicht die Schuld der Landesregierung, sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass die Anzahl der Studierenden dankenswerterweise von damals 175.000 rund 600 auf heute 219.932 angestiegen sind. Und wenn wir dieser Tatsache Rechnung tragen wollen, dann ist es geboten, in der jetzigen Situation weitere Plätze für Studierende in den Hochschulstädten zu schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dieses getan vor dem Hintergrund, dass wir den Hessischen Landtag auffordern, die Neuausrichtung der bestehenden Programme zu konfigurieren und dabei erneut, mir ist sehr wohl bewusst, dass wir ein Wohnungsbauprogramm haben, erneut ein neues 30-Millionen-Programm einzusetzen. Dieses 30-Millionen-Programm basiert auf der Berechnung, dass wir insgesamt, um die Zielmarge 10% zu erreichen, 10.000 Wohnungen für Studierende brauchen. Aber wie Frau Hinz gestern auch beim Empfang der AWIs meiner Ansicht nach sehr richtig zum Ausdruck gebracht hat, ist die Aufgabe der öffentlichen Hand, auch in dem Segment der Studierendenwohnungen, solche zu schaffen, die für minder oder nicht so sehr bemittelte Studierende dann eingesetzt werden. Uns schwebt da eine Zielgröße von roundabout 300 € für einen Wohnheimplatz, für einen Studierendenplatz vor. Und dieses wäre zu realisieren, wenn man pro Platz einen direkten Zuschuss, kein Darlehensprodukt, sondern einen direkten Zuschuss von 15.000 € zur Verfügung stellt. Das ist dem Ministerium wie allen denen, die damit herumrechnen, keine unbekannte Größe, sondern eine, die auch in der Vergangenheit so gehandhabt worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich noch einmal die Zahlen im Einzelnen anguckt, dann ist eine Stadt hat eine höhere prozentuale Versorgung zu verzeichnen. Das ist die Stadt Frankfurt. Dort nämlich ist der Versorgungsgrad von 3% auf 3,73% angestiegen. Das ist erfreulich. Nur mit 3% ist Frankfurt diejenige Stadt, die prozentual den absolut niedrigsten Versorgungsgrad hat. Zum Vergleich Marburg jetzt 7%, Kassel 4,47%, Darmstadt 6,62% und Gießen 5,8%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie diese Zahlen sehen und wenn Sie sich jedes Jahr, jedes Semester die Situation anschauen, die wir in den Studierendenstädten vorfinden, dann glaube ich, ist es gar nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein weiteres Programm für den Studierendenwohnungsbau brauchen, und das in der Größenordnung von 30 Millionen €, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und um der FDP auch ein kleines Gutzi zuzuwerfen, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn auch sozusagen frei finanziert Wohnungen gebaut werden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will einfach nur einmal zwei Objekte nennen, die sicherlich als Renditeobjekte für Investoren zu bezeichnen sind, beispielsweise Frankfurt-Bockenheim, das Headquarter, Marktmiete zwischen 8 € und 17,50 €, durchschnittliche Marktmiete 12,50 €.
Das heißt, wir kommen dort zu einem Mehrpreis von über 54%. Oder ein anderes Beispiel in Darmstadt-Mitte. The FIS ist ein Projekt, das auch privat aufgebaut worden ist. Dort haben wir einen durchschnittlichen Mietpreis für Studierende von 19,10 €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist für Studierende, die abhängig sind von BAföG, nicht finanzierbar. Und auch diese Studierenden müssen eine Chance haben, in ihren Hochschulstandorten studieren zu können. Deshalb unser Antrag. Und mit Verlaub, ich finde, dass wir bei den Anträgen nicht sehr weit voneinander entfernt sind. Wenn ich ihn sehr genau durchlese, dann glaube ich, ist da eine Bereitschaft. Frau Feldmayer nicht? Na, dann eben nicht. Ich habe das jetzt einmal gestisch interpretiert. Also, ich glaube, dass man da. Sie war nicht bei mir. Das ist allerdings jetzt schade. Okay, damit das nicht schon wieder so ausufert wie bei meiner letzten Rede zum Thema Wohnen. Wir halten es für richtig, diese 30 Millionen € neu zu konfigurieren, nicht als Darlehensprodukt, sondern als direkter Zuschuss. Das hilft den Studierenden, die von BAföG abhängig sind. Und dafür setzen wir uns ein. Herzlichen Dank. Das war's. Ich finde es sehr kollegial, dass hier keiner mehr reden will. Doch. Sehr gut, ja, okay. Ja, Frau Kollegin Feldmayer hatte das Wort, aber sie braucht noch einmal 5 Meter hin und zurück. Und ich hätte dann auch noch was sagen. Sie würden dann auch noch was sagen. Also das Wort hat Frau Abgeordnete Feldmayer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Siebel, ich glaube, wir haben insofern eine Übereinstimmung, dass wir in die gleiche Richtung wollen. Wir wollen mehr Wohnheimplätze für Studierende in Hessen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Bis vor 3 Jahren gab es in Hessen gar kein eigenes Förderprogramm für die Wohnheimplätze. Und da kamen die Studentenwerke bei den Fördergeldern überhaupt nicht zum Zuge beim sozialen Wohnungsbau, weil sie einfach zu viel Konkurrenz hatten. Und genau aus diesem Grund haben wir, die Fraktion von CDU und GRÜNEN, auch das Hessische Wohnraumfördergesetz geändert, damit es endlich auch ein eigenes Förderprogramm für die Förderung von studentischen Wohnheimplätzen gibt. Und genau das macht sich jetzt bemerkbar, meine Damen und Herren. Also, die Situation hat sich schon enorm verbessert. Natürlich haben wir auch wesentlich mehr Studierende. Sie hatten es ja schon aufgeführt. Und da kommt man mit den Wohnheimplätzen kaum mit. Da muss sich noch einiges tun. Aber es wurden, seitdem dieses Programm läuft, schon 1.300 Wohnheimplätze in Hessen mit diesem Programm gebaut. Ich glaube, diese Zahl kann sich sehen lassen für 2 Jahre. Ich will es gerade noch einmal aufführen. Wir hatten eine kleine Anfrage zu diesem Thema gehabt. Also, am Standort Gießen wurden 75 Wohnheimplätze geschaffen, am Standort Friedberg 45 Wohnheimplätze, am Standort Kassel 47, am Standort Darmstadt 294 Plätze, in Frankfurt 236 Plätze. Aber ich will da jetzt nicht die ganze Liste aufführen, weil sonst wäre, glaube ich, meine Redezeit zu Ende. Also, man sieht, hier hat sich schon viel getan in diesem Bereich. Ich will gerade noch einmal den Vergleich machen mit den Jahren zuvor, also 2013, 2014, bevor das eigene Programm für studentisches Wohnen geschaffen worden ist. Dann waren es gerade einmal für diese beiden Jahre 290 Anmeldungen zusammen und jetzt, wie gesagt, 1.300. Ich glaube, da merkt man schon einen Unterschied. Insgesamt wurden bisher 30 Millionen € ausgegeben für das studentische Wohnen aus dem Programm, und es stehen immer noch 50 Millionen € bereit. Das sind Darlehen, aber auch Zuschüsse, Herr Siebel. Also hier hat sich auch einiges geändert in der Finanzierungsförderung. Es sind nicht nur Darlehen, es sind auch Zuschüsse, und ich glaube, das ist auch gut so. Wenn man sich einmal die anderen Bundesländer anschaut, klar, also man kann immer mehr machen. Direkte Zuschüsse ist sicherlich auch noch einmal
hat auch seinen Reiz. Aber wenn man sich einmal die anderen Bundesländer und ihre Förderprogramme anschaut, da gibt es Bundesländer, die haben teilweise überhaupt keine Zuschüsse. Also da sind wir in Hessen wirklich schon ganz gut dabei. Ja, wir haben also in Hessen die notwendigen Voraussetzungen für mehr Wohneinheiten geschaffen beim studentischen Wohnen. Es gibt mehr Geld, es gibt gute Förderkonditionen. Und was sehr wichtig ist, es gibt wirklich ein passgenaues Programm für die Zielgruppe Studierende. Und was uns besonders wichtig ist, dass eben auch studentische Wohnheime gebaut werden, weil vor allen Dingen die internationalen Studierenden hier auf dem Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben, sich zu versorgen mit Wohnraum. Sie werden gar nicht, leider oft nicht von privaten Vermietern genommen. Deswegen sind für uns ja auch die Wohnheime so wichtig. Sie sind auch ein sozialer Ort, also eine ganz, ganz wichtige Infrastruktur für die Studierenden in Hessen und vor allen Dingen auch für die internationalen Studierenden. Meine Damen und Herren, Herr Siebel, Sie haben es schon angedeutet, wir gehen in eine ähnliche Richtung. Wir wollen natürlich dranbleiben an dem Thema, und ich glaube, das sieht man auch an dem Antrag. Wir bitten die Landesregierung, in diesem Antrag das Programm weiterzuführen, weiter zu unterstützen mit Zuschüssen und Darlehen, einfach damit da noch viel mehr passieren kann. Also in Hessen haben wir beim Bau von Wohnheimplätzen für Studierende schon viel geschafft, aber wir haben noch viel vor und noch viel zu tun. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In nicht einmal zwei Wochen beginnt an den Hochschulen das Sommersemester 2017 und damit für Studienanfängerinnen und Studienanfänger wieder einmal die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung, oder vermutlich suchen sie jetzt schon. Vor allem Studierende, die nicht aus reichen Elternhäusern kommen und die sich keine teure Miete leisten können, sind besonders betroffen von der äußerst angespannten Situation am Wohnungsmarkt. Und das gilt für alle hessischen Hochschulstandorte. Dieses Problem ist lange bekannt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, Hessen kann gerade einmal für 6% der rund 250.000 Studierenden Plätze in Studierendenwohnheimen zur Verfügung stellen und bleibt damit deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 9,6% zurück. Daher begrüßen wir die Forderung der SPD nach 2009 Studierendenwohnungen. Wir haben ja seit Jahren schon in der Haushaltsdebatte immer wieder gefordert, dass 2000 Studierendenwohnungen pro Jahr gebaut werden müssen, weil natürlich die einmalige Errichtung auch an der Situation wenig ändern würde. Studierende brauchen bezahlbaren Wohnraum. Diesen werden sie aber nicht dadurch erhalten, dass private Träger Wohnanlagen für Studierende errichten. Weil was dabei herauskommt, der Kollege Siebel hat das Headquarter in Bockenheim angesprochen, sind eben dann Projekte wie auch im Frankfurter Gallus, wo Wohnungen von 18 bis 23 Quadratmeter für deutlich über 500 € angeboten werden, bis hin zu 800 €. Die Wohnkosten liegen deutlich über der BAföG-Wohnkostenpauschale von 250 €. Und da frage ich Sie schon, welcher Studierende mit BAföG oder mit Minijob, wer soll sich denn solche Luxuswohnungen leisten, meine Damen und Herren? Und das besonders Ärgerliche finde ich, dass die Möglichkeiten, wo die Landesregierung wirklich Möglichkeiten gehabt hätte, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, gerade für Studierende, dass die ungenutzt blieben. Und da will ich noch einmal einen Punkt sagen zu dem ehemaligen Frankfurter Unigelände. An diesem Frankfurter Unigelände ist z.B. das Philosophikum. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dort preiswerte Studierendenwohnungen zu schaffen. Das Philosophikum heißt jetzt The Flag Bockenheim. Und dort sind Studierendenwohnungen geschaffen worden für sage und schreibe 590 bis 680 € monatlich für 26 bis 41 Quadratmeter. Und auch die andere Teil der Bebauung dieses ehemals landeseigenen Geländes, da hätte man eben keinen luxuriösen Wohnturm bauen müssen, sondern da hätte man bezahlbare Wohnungen schaffen können. Und das ist das Ärgerliche, dass diese Chancen vertan werden. Wer der Bürgermeister, Oberbürgermeister ist, na, wir beide nicht, aber
wir haben ja schon dagegen gestimmt, dass das Land das Gelände überhaupt an die Stadt verkauft, dass die Stadt damit dann eben auch noch das macht, was sie macht. Das ist in der ganzen Zeit eine schwarz-grüne Stadtregierung gewesen. Jetzt ist die SPD dazugekommen, wobei jetzt diese genannte Entscheidung noch unter Schwarz-Grün und einem Planungsdezernenten Kunitz getroffen wurde. Die Aufgabe, bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum für Studierende zur Verfügung zu stellen, ist eine öffentliche Aufgabe, weil die öffentliche Hand dafür verantwortlich ist, dass auch Studierende mit geringem Einkommen nicht schon an der Suche nach einer Wohnung scheitern. Und das ist doch gerade wichtig für ausländische Studierende. Wir diskutieren im Wissenschaftsausschuss auch immer wieder über die Frage, wie kann man die Quote der ausländischen Studierenden erhöhen? Wie kann man die auch besser unterstützen? Und für die ist natürlich bezahlbarer Wohnraum essentiell, dass sie den eben auch vorfinden. Sie brauchen eine gute Infrastruktur, ausreichend finanzierte Studierendenwerke, ausreichend Wohnheimplätze und bezahlbares Mensaessen. Und deswegen muss endlich gehandelt werden. Hilflose Appelle, in denen Minister dieser Landesregierung beklagen, dass sie die eigene Politik beklagen und Private auffordern zu bauen, die helfen doch nicht. Wir brauchen ernsthafte Programme zur Errichtung von Studierendenwohnungen, damit die klugen Köpfe, von denen immer gerne die Rede ist, auch ein Dach über ihren klugen Köpfen haben, meine Damen und Herren. Und deshalb, wir werden dem SPD-Antrag zustimmen, weil er natürlich in die richtige Richtung weist, weil es gut ist, dass wir im Landtag auch immer wieder über diese Situation sprechen, dass wir nicht ausreichend studentischen Wohnraum haben und deswegen die Forderung an die Landesregierung, wirklich dort zu handeln, wo sie handeln kann, nicht auf die privaten Träger zu setzen, sondern selber auch für studentischen Wohnraum zu sorgen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Kaspar für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen hat eine hervorragende Hochschullandschaft. Und, Herr Minister Rhein, Sie haben sich ja auch sehr dafür eingesetzt durch das Programm und die Finanzierung für die Hochschulen, dass die hessische Hochschullandschaft das Angebot für Studenten und Studentinnen sich weiter verbessert. Hessen ist sehr attraktiv für Personen, die hier studieren wollen und die es machen. Und das Besondere an der hessischen Hochschullandschaft ist, dass sie hervorragend über das gesamte Land verteilt ist, von Darmstadt über Geisenheim und Wiesbaden, wenn Sie private Angebote mit dazunehmen, Marburg, Gießen, bis hin nach Kassel, Fulda. Es gibt viele Standorte hier, und das bedeutet eben auch, dass viele Studenten und Studentinnen auch heimatnah studieren können. Und das unterscheidet uns von dem ein oder anderen Bundesland, wo das mehr konzentriert ist. Und das erklärt auch, warum in Hessen ein Großteil der Studenten nach wie vor zu Hause wohnt und zu Hause wohnen kann. Und auch so etwas muss man natürlich im Vergleich beurteilen, wenn es darum geht, wie viele Studentenheimplätze vorhanden sind. Ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt, ist, welche anderen Angebote gibt es für Studenten und Studentinnen zu wohnen. Und wir haben eben sehr viele Sozialwohnungen, die für diese zur Verfügung stehen, aber auch freie Wohnungen, nicht preisgebundenen Wohnraum, der genutzt wird. Und nur ein kleiner Teil der Studenten und Studentinnen nehmen Studentenheimplätze in Anspruch und sind auch darauf angewiesen, oft wenn es Studenten sind, die aus dem Ausland kommen, insbesondere dann, wenn sie nicht sehr von sehr vermögenden Familien kommen. Es gibt ja auch aus dem Ausland kommen, die eben auch entsprechendes Geld mitbringen und die Möglichkeit haben, sich auch teure Wohnungen anzumieten. Aber die, die eben das nicht haben, und die haben wir natürlich besonders im Blick, für die ist es wichtig, dass Studentenheime zur Verfügung gestellt werden und ausgebaut werden. Und genau deswegen, weil wir das für wichtig und notwendig halten, haben wir ein Programm aufgelegt, mit dem
zu besonders günstigen Konditionen Studentenheimplätze gebaut werden können. Und insbesondere die Studentenwerke nutzen das, und sie nutzen das reichlich. Und sie teilen uns auch mit, das Programm ist sehr gut, und das Programm ist auch keineswegs erschöpft, sondern die Mittel sind da. Auch hier gilt, der Engpass sind oft die Baugrundstücke, um diese Heime zu errichten. Und deswegen der Appell von diesem Pult aus an die Kommunen der Universitätsstandorte, dort mehr Bauland für diesen Zweck auch auszuweisen, damit diese Studentenheime gebaut werden können und das Angebot noch erweitert werden kann. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg hier in Hessen mit diesem Programm. Es ist ein erfolgreiches Programm. Es läuft gut. Und Ihnen, Frau Ministerin, auch herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so engagiert, gerade für die Studenten und Studentinnen und das Angebot einsetzen. Es wurde auf den Weg gebracht von Ihnen, und es funktioniert gut. Es wird gut angenommen. Deswegen gehen wir davon aus, dass damit die Versorgung der Studenten und Studentinnen mit Wohnraum in den nächsten Jahren sich noch weiter verbessern wird. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben uns ja schon in dieser Legislaturperiode intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Landesregierung hat ein Programm aufgelegt. Es hat auch schon etwas Wirkung entfaltet. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich schon die Diskussion sozusagen nicht unüberrascht, oder wir waren nicht überrascht über den Ablauf dieser Diskussion. Ich war erfreut, dass Herr Caspar zumindest einmal den Hinweis gegeben hat, dass es nicht nur an der finanziellen Förderung liegt, sondern dass wie in allen Bereichen des Bauens, worüber wir ja gestern auch intensiv debattiert haben, dass es einen vielfältigen Grund gibt, warum Wohnungen nicht errichtet werden. Und ich finde es auch sehr gut, dass auch in der Frage des studentischen Wohnraums private Initiativen stattfinden, dass auch privat gebaut wird. Wenn dann vielleicht die Privaten etwas teurer sind, nehmen sie trotzdem den Druck aus dem System an der Stelle. Von daher glaube ich, dass dieses Einteilen in was ist jetzt sozusagen gefördert, welche Kosten entstehen da. Es geht darum, dass die Studenten Wohnungen finden und dass sie bezahlbaren Wohnraum für sich finden. Und den können wir aber auch nicht einfach vom Himmel regnen lassen. Und diese Tendenz zu sagen, wir nehmen jetzt einmal eine 10-prozentige Quote der Studierenden an, und für die müssen wir jetzt Wohnungen bauen, und wir stellen alle Standorte gleich. Man muss jeden Standort für sich betrachten. Man muss die Zusammensetzung der Studierenden in jedem Standort einmal unter Augenschein nehmen. Natürlich sind in einem vernetzten Bereich wie um Frankfurt herum mit einer großen Universität gibt es ein massives Einpendeln der Studenten. Das ist anders, wie wenn das Einzugsgebiet etwas dezentraler gelegen ist. Und natürlich kann man solche Situationen nicht einfach im Rechenschieber, in der Prozentzahl und der Förderzahl dann bedienen, sondern man muss auch vor Ort die Voraussetzungen schaffen. Und wie gesagt, da spielen für uns die Privaten genauso eine gleichberechtigte Rolle. Und es gibt ein Förderprogramm, es werden zusätzliche Wohnungen errichtet. Und mit Sicherheit ist wie in jedem anderen Bereich auch die Frage der zur Verfügungstellung Baugrundstücke eine ganz entscheidende Frage, ob entsprechende Heime errichtet werden können. Und von daher halten wir den Antrag der SPD nicht für zielführend. Bei dem Antrag der Koalition werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Ministerin Hinz. Bitte schön. Genau, mal wieder. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich ist uns als Landesregierung auch der Bau von Studierendenwohnungen sehr wichtig. Genau aus diesem Grund haben wir auch ein eigenes Förderprogramm aufgelegt vor 3 Jahren innerhalb der sozialen Wohnraumförderung.
Insofern, Frau Abg. Wissler, weiß ich nicht, warum Sie hier so tun, als würden wir das nicht als unsere Verantwortung begreifen. Es ist unsere Verantwortung, natürlich, dass wir auch hier Wohnraum schaffen. Im Übrigen waren die Studentenwerke als die wichtigsten Akteure auf diesem Markt für uns auch bei der Erstellung des Programms ganz eng eingebunden. Also, die haben da gut mitgearbeitet und sind auch sehr zufrieden mit diesem Programm. Die bereitgestellten Mittel sind allerdings noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Auch dieses will ich hier deutlich sagen. Wir haben 90 Millionen € vorgesehen, 35 Millionen € sind zur Förderung bereits belegt. 35 Millionen. Das ist schon gut, dass wir mehr als ein Drittel belegt haben. Allerdings ist noch Luft nach oben. Es ist aber damit völlig klar, wir brauchen kein weiteres Programm daneben mit noch einmal 30 Millionen €. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, liebe SPD. Wir haben Geld zur Verfügung, und seien Sie sich sicher, wenn es notwendig würde, diese 90 Millionen € aufzustocken aus dem Programm für soziale Wohnraumförderung, würden wir auch das tun, weil uns diese Förderlinie besonders wichtig ist. Ich will aber auch deutlich machen, dass wir nicht nur mit Geld fördern, sowohl Darlehen als auch mit der Zuschusskomponente, die wir wieder neu aufgenommen haben, wo uns auch die Studierendenwerke besonders gelobt haben, dass wir das jetzt wieder eingeführt haben. Wir stellen auch verbilligte Grundstücke zur Verfügung für den Bau von Studierendenwohnheimen, entweder in Erbpacht oder verbilligt, je nachdem, ob sie uns in Gänze gehören, diese Grundstücke. Insofern, das wird oft übersehen, dass sozusagen noch etwas dazukommt, um hier auch die Kosten möglichst günstig zu halten. Ich will aber nicht verhehlen, dass es uns auch lieb ist, wenn Private bauen. Private bekommen aber nur Zuschüsse von uns. Und das ist auch schon geschehen, wenn sie die Preisgestaltung einhalten. Das heißt, der Studierendenwohnraum darf nicht über 300 € kosten. Insofern liegen wir auch da völlig in dem, was die SPD jetzt als Neues beantragt. Ich weiß gar nicht, ob Sie nicht mit den Studierendenwerken reden oder warum Sie uns nicht fragen. Also, Sie tun so, als müssten Sie hier etwas Neues erfinden. Nein, wir arbeiten bereits in diesem Sinne, und deswegen sind wir da auch erfolgreich. Wir haben bislang 1.580 Wohnplätze finanziert mit den 35 Millionen €. Die werden natürlich erst nach und nach jetzt auf den Markt kommen, weil es etwas dauert, bis die gebaut sind. Das ist immer das Problem beim Bauen. Und wir werden die Richtlinien, das habe ich ja gestern Abend auch angekündigt, in diesem Jahr alle überarbeiten, weil sie Ende des Jahres auslaufen. Und wir werden natürlich bei allen Richtlinien für alle Förderlinien überlegen, inwieweit wir die Bodenpreise neu mit einbeziehen müssen in die Darlehens- und Zuschusskomponente, weil da, wo die Bodenpreise gestiegen sind, natürlich das Ganze dann auch in die Kostenrechnung und damit auch in die Mietpreise, z.B. für die Studierenden, mit eingepreist werden muss. Und da wir kein Interesse daran haben können, dass die Studierendenwohnungen teurer werden, werden wir auch hier schauen, ob wir an dem Programm entsprechend etwas verändern müssen. Ein letzter Punkt zu den Zahlen, die Sie im Antrag nennen. Die sind für mich im Moment nicht nachvollziehbar. Das werden wir im Ausschuss sicher noch vertiefen können.
Wir haben nach der Statistik der geförderten Wohnheimplätze des Deutschen Studentenwerkes im Jahr 2015 einen Versorgungsgrad von über 7 % verzeichnet, nicht 5,2 % wie in Ihrem Antrag. Ich stimme allerdings mit Ihnen überein, dass wir möglichst 10 % schaffen sollten landesweit. In Marburg zum Beispiel sind wir mit 8,91 % schon sehr nah dran an den angestrebten 10 %. Und wir wollen auch in den anderen Kommunen, in den Hochschulstädten, in den Kommunen drumherum da noch zulegen, damit wir diese Messzahl möglichst erreichen. Aber es gilt auch hier, die Bauflächen sind das Problem. Und wir sind dankbar für jeden Investor, der gerne bauen will, unsere Zuschüsse, unsere Darlehen dann auch in Anspruch nimmt und für die Studierenden preisgerechte Wohnungen dann zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir werden die beiden Ausschüsse, Anträge 14 und 63, in den ULA überweisen zur weiteren Behandlung. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen? Meine Damen und Herren, ich höre, dass der 15 nicht mehr behandelt werden soll. Das ist die Sache Bund-Länder-Hochschulpakt 2020. Dann geht er in das nächste Plenum. Wir haben noch einige geschäftsleitende Dinge zu klären. Die übrigen Anträge von 16, 17, 19, 21, 23, 26 und 28 können wir ins nächste Plenum überweisen. Geschlossen. Keiner widerspricht, ist das so beschlossen. Danke schön. Meine Damen und Herren, am Schluss unserer Sitzung erlauben Sie mir noch ganz kurz, dass ich um Ihre Aufmerksamkeit bitte. Wenn sich einer von uns verabschiedet, dann wollen wir ihn auch verabschieden und wollen ihm danken für die Jahre als Abgeordneter, denn unbeschadet unserer politischen Auffassungen arbeitet jeder für sein Ziel und engagiert sich dafür. Insofern, lieber Willi van Ooyen, herzlichen Dank für diese Jahre im Hessischen Landtag. Ich erinnere mich noch sehr gut, als Sie eintraten 2008, kamen Sie mit all Ihren Kolleginnen, ich hatte Sie eingeladen, und Sie fragten, wieso Sie die Ehre hätten, vom Präsidenten eingeladen zu werden. Da habe ich offen gesagt, gewählt habe ich euch nicht, aber ich habe gewählt. Hervorragend. Und deswegen müssen wir euch so hier auch platzieren, mit allen Rechten und Pflichten, die Sie als Abgeordnete haben und die Sie auch entsprechend genutzt haben. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wenn ich Ihnen jetzt die ganze Vita von Willi van Ooyen vorlese, sprenge ich den Abend. Deswegen Nein, ich meine das jetzt korrekt. Gemäß Ausdruck. Aber es macht ja nichts. Das möchte ich nun Ihnen sagen, dass viele Sie vermissen werden, einige nicht. Das geht da jedem von uns so. Ich will Ihnen etwas geben, damit Sie einen Blick noch haben ab und zu. Wir haben eine schöne Collage eines Künstlers, wo die Kuppel des Landtages drauf ist, wo das Rathaus drauf ist, wo die Kirche drauf ist. Das ist diese Trinitas, hätte ich beinahe gesagt. Nein, man muss nicht an Gott glauben, um der Kirche eine besondere Bedeutung als Gebäude zuzumessen. Insofern möchte ich Ihnen das geben. Es wird einen sicheren Platz bei Ihnen finden, denn es ist ein wesentlicher Teil Ihres Lebens gewesen, hier im Landtag zu sein. Alles Gute, herzlichen Dank dafür und bis auf ein Wiedersehen, wann immer auch immer Sie das leisten können. Danke schön. Wiedersehen. Meine Damen und Herren, Ihnen allen, obwohl noch eine Woche da ist, ohne Ferien, wünsche ich, wenn Sie es denn machen, eine schöne Urlaubszeit, auf alle Fälle schöne Osterferien, ein frohes Osterfest und auf ein gutes, gesundes Wiedersehen nach den Osterferien. Tschüss, Wiedersehen. Der Holger ist aus Protest weggegangen. Gell?